Vor wenigen Tagen hatte ich einen sehr klaren und eindrücklichen Traum. Ich träume relativ selten und so war das etwas, was mich durchaus beschäftigt hat und bewegt hat und worüber ich gebetet habe. Denn der Traum war bedrohlich. Ich befand mich in einem Raum mit vier Wänden, weißen Wänden, und ich sah keine Öffnung, nichts. Ich war da völlig auf mich allein gestellt und in dem Raum waren fünf sehr große Schlangen. Die waren alle so etwa anderthalb, zwei Meter lang, sehr dick. Und ich wusste, jeder einzelne von ihnen ist hochgefährlich. Der Biss von jeder einzelnen wäre tödlich gewesen. Fünf große Giftschlangen, alle unterschiedlich. Drei lagen in der Ecke und beobachteten mich. Und zwei hatten sich bereits aufgerichtet vor mir, unmittelbar vor mir, und waren jeden Augenblick bereit, mich zu attackieren. Ich bewegte mich nicht. Ich hatte auch keinen Gegenstand, mit dem ich mich irgendwie hätte wehren können oder verteidigen können. Nichts. Ich blieb einfach stocksteif stehen. Und damit endete der Traum. Du kannst ja denken, dass ich den Herrn gefragt habe, was es mit diesem Traum auf sich hat. Was sind das für fünf Schlangen und so weiter? Wollte ich wissen, was ist da real drin? Und am nächsten Tag hat der Herr mir geantwortet. Anders, als ich es erwartet hatte. Er zeigte mir in einer Gebetszeit die gleiche Szene wieder. Ich war auf einmal wieder in dem Raum, genau das Gleiche. Diese beiden Schlangen vor mir, bereit, mich zu attackieren. Und dann sagte der Herr, du siehst die Dinge nur im Natürlichen. Du musst sie mit den Augen des Übernatürlichen sehen. Du musst sie in die geistliche Dimension sehen. Du musst sehen, was in der geistlichen Dimension hier passiert. Und dann öffnete er mir die Augen für diese geistliche Dimension. Und ich sah in einem Augenblick, dass bei jeder dieser Schlangen ein gewaltiger Engel stand. Der Engel hatte mit der einen Hand, die hatte er unterhalb des Kopfes von diesen Schlangen gelegt und war jeden Moment bereit zuzupacken. Zuzupacken. In der anderen Hand hielt er ein kurzes Schwert, was sich sozusagen vor der Gurgel, sage ich mal, dieser Schlange befand, mit der er sie innerhalb von einem Sekundenbruchteil hätte erledigen können oder ihr den Kopf abschlagen können. Hätte sich eine der Schlangen bewegt, wäre sie des Todes gewesen. Nicht ich befand mich in Gefahr, sondern diese komischen Schlangen. Ich war wirklich verblüfft. Ich war wirklich verblüfft. Im Natürlichen sah die Situation vollkommen anders aus als im Geistlichen. Dann sagte der Herr mir, bitte die Engel, dass sie dich von diesen Schlangen befreien. Das habe ich getan und innerhalb von, sofort waren die Schlangen tot und sie verschwanden dann, die Engel verschwanden und diese vier Wände von diesem Raum fielen so nach außen um, einfach nach außen um. Und ich stand plötzlich auf einem sehr großen, sehr weiten Feld. Ich glaube, dass wir häufig die Dinge, die uns widerstehen, die Dinge, die Probleme, die Herausforderungen in unserem Leben falsch interpretieren. Wir sehen sie nur im Natürlichen. Wir sehen nur die natürliche Dimension. Wir haben nur so unsere Erkenntnishorizont. Und es ist sehr gut, wenn wir den Herrn bitten, öffne mir die Augen, Herr, damit ich sehe, was hier wirklich in der geistlichen Dimension abgeht. Was ist hier wirklich? Wie sind hier wirklich die Verhältnisse? Sonst neigen wir dazu, Dinge vollkommen falsch zu beurteilen. Wir brauchen eine geöffnete Augen für die übernatürliche Dimension. Und du kannst darum bitten. Du darfst darum bitten. Schau, im Alten Testament finden wir eine sehr interessante Stelle, die das ganz ähnlich beschreibt. Es war folgende Situation. Elisa befand sich in einer Stadt und der Feind hat die Stadt umstellt. Sie haben die Stadt umstellt, weil sie Elisa packen wollten. Am Morgen geht der Diener von Elisa, Gehasi hieß der, aus dem Haus, sieht diese feindliche Übermacht und ist völlig geschockt. Er ist völlig überwältigt. So richtig bis in die Fasern hinein erschrocken. Und er rennt zu seinem Herrn und sagt, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Und dann sagt die Bibel, dass Elisa sagt, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Davon hatte der Diener nicht das Geringste gesehen. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht.
Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Der Diener hat die Sache natürlich beurteilt, aber Elisa als Prophet, als Mann Gottes, hat in die geistliche Dimension sehen können, hat gesagt, es besteht nicht die geringste Veranlassung zur Beunruhigung. Unsere Seite ist viel stärker. Wir sind geschützt. Das brauchen wir. Wir müssen wissen, wie die wirklichen Kräfteverhältnisse sind in unserem Leben, wenn der Feind uns versucht zu attackieren. Vielleicht ist manches, was er tut, nichts anderes als Theaterdonner. Er bringt sich in Szene, er bläst sich auf. Die Frage ist, was wirklich dahinter ist. Die Frage ist, wo der Herr wirklich Schutz gegeben hat. Die Frage ist, wie weit darf er gehen, bevor die Engel des Herrn ihn erledigen. Und deshalb ist es gut, wenn du das einfach vom Herrn erbittest. Öffne meine Augen, dass ich in die himmlische Dimension sehe, dass ich dich sehe, dass ich die Engel sehe, dass ich sehe, wie die Kräfteverhältnisse wirklich sind, dass ich Dinge geistlich beurteile und nicht nur aus dem Natürlichen heraus. Wenn du diesen Schlangen gegenüberstehst in deinem Leben, wie auch immer die aussehen mögen, was auch immer sich dahinter verbirgt, lass dir vom Herrn zeigen, was in der geistlichen Dimension wirklich da gerade stattfindet. Und du wirst sehen, viele Dinge sehen ganz anders aus. Ich glaube, Gott hat viel, viel mehr für dich, auch in diesem Bereich. Und du darfst ihn bitten, darfst dich hineindrängen, darfst es von ihm empfangen. Und du wirst merken, dass das Leben ganz andere Dimensionen hat, als du vielleicht bis jetzt erlebt und erfahren hast. Gott hat wirklich mehr für dich.